Es ist ein unter anderem, also ich mache es SOS, weil ich irgendwie diesen Klang haben möchte. Und ich sehe keinen anderen Weg zu diesem Klang als bestimmte Arten von Unbestimmtheit zu benutzen. Ja, das ist praktisch das Wichtigste. Aber andererseits kommt noch was anderes dazu, und das ist, ich möchte vermeiden eine gewisse Art von Rhetorik. Und das ist sozusagen die Rhetorik des Intention, Absicht. Ja. Ich finde nichts stört mich mehr als, ich höre etwas und ich höre die Absicht dazu. Ja, man hört die Musik und man kann hören, ja, der hat sich gesagt, so wollte ich es haben und so ist es jetzt und so hast du es zu bekommen. Ja. Diese Art von Rhetorik. Und das möchte ich vermeiden irgendwie. Und die Unbestimmtheit ist ein Weg, das zu machen. Und in diesem Fall hier am Ende, man hätte sich sagen können, ja, was für eine tolle Idee, ein Duett zwischen Tuba und Vibraphon zu machen. Aber andererseits sagt man, ja, was ist das für ein Ding? Warum machst du sowas? Tuba, das ist doch so vollkommen ausgefallene Idee, merkwürdig. Aber wenn es sozusagen per Zufall passiert, ganz einfach im Laufe der Dinge sich zusammenstellt, dann ist es okay. Ja, ich habe das nicht gewollt. Es freut mich sehr, dass es passiert ist und damit hat es sich. Das nächste Mal wird es bestimmt nicht passieren, wird was anderes passieren. Vielleicht auch so schön und noch schöner, ich weiß nicht. Aber es wird einfach passieren. Und es ist nicht, ich versuche schon, also zu denken, was könnte passieren, was mir überhaupt nicht gefallen würde. Ja, das muss man auch mal. Und das da, und wenn die Möglichkeit da ist, dann schalte ich es aus. Ja, das ist auch eine Antwort. Also, eine andere Art damit.